Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin oben, wie ihr sehen könnt, unterm Dach hier, in unserem Schlafzimmer. Am liebsten würde ich einfach so... Au, geht gar nicht. Da will man sich sogar hinlegen und das geht nicht ohne Weiteres. Ja, ich muss jetzt hier nämlich was machen. Das Bettzeug wechseln und dann, ja, ich war ja nicht so groß in der Lage, was hier besonders zu machen, ne? Dementsprechend sieht's auch aus. Kisten mit Wäsche. Gewaschene Wäsche, logischerweise. Die müssen ein bisschen, ja, auseinandergeräumt werden. Ne? Das ist überwiegend hier Socken und meine Wäsche, aber auch Handtücher, Bettwäsche und... Ich sehe gerade da hinten sogar noch von Krischi die Wäsche. Ja, das muss alles hier ein bisschen hin und her geräumt werden. Achso, hier ist die Tagesdecke. Die habe ich so. Nur zum Teil noch. Ich wollte nachher gucken, wenn ich das Bett neu gemacht habe, wie das aussieht, wenn die ganz auf dem Bett ist. Aber erstmal habe ich die nur so drauf gemacht. Die ist schön. Mir gefällt es. Ja, das ist jetzt so mein Plan. Meine ganzen Pläne für heute wurden wieder ganz leicht über den Haufen geworfen von meinem kleinen Mini-Pups, Raffi. Der scheint Blasenentzündung zu haben. Ich musste vorhin mit dem Arzt telefonieren, der hat mich nämlich gestern schon darauf angesprochen, der Kleine. Und ich sage, guck erst mal, wie es dir morgen geht. Und dann war er heute zur Schule und dann hat er mir geschrieben, nee, geht nicht so gut, ne, alle Anzeichen eigentlich da drauf. Also musste ich beim Arzt anrufen, erstmal durchkommen. Dann habe ich in 2 Stunden, also müssen wir los ungefähr. Ja, 2,5 Stunden, da ist dann schon der Termin. Ja, eigentlich wollte ich was anderes machen. Und auch woanders hinfahren. Ich wollte zu Norma und mir was da angucken. Fahre ich jetzt nicht, weil das in eine ganz andere Richtung ist. Genau. Also fahren wir zum Arzt. Das ist dann so die Zeit, wo ich dann eigentlich auch bald schon mit dem Abendessen kochen anfangen müsste. Man weiß aber nie im Voraus, wie lange es beim Arzt dauert. Ja, dementsprechend weiß ich auch noch gar nicht, was ich zum Abendessen machen soll. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach dann hinterher entweder bei Edeka oder bei Netto ranfahren und irgendwas uns holen, was ganz schnell geht. Weil jetzt anfangen, dann losfahren, dann weiter kochen, ist auch Blödsinn. Ja, so fängt die Woche richtig gut an, ne? Mit solchen Sachen. In der Schule habe ich dann auch gleich anrufen müssen. Ui, ich suche gerade mein Bein. Oh, so, na, nee, funktioniert nicht. Och Mann. Musste ich ihn ja abmelden, weil normalerweise hätte der Kerl noch Schule. Der hätte siebte, achte Stunde Sport gehabt. Dann habe ich gesagt, du musst jetzt nicht sein, wenn es dir nicht so gut geht. Ne? Der sagt, er hat eben auch Schmerzen und ne, alles, was dazu gehört. Dann kommst du halt nach Hause. Dann habe ich da angerufen, dann abgemeldet. Da kam er mir jetzt schon nach Hause, macht sich gerade ein paar Waffeln warm und isst die zum Mittag. Ja, und ich würde tatsächlich am liebsten mich hier einfach mal hinlegen und noch eine Runde schlafen. Geht nicht. Ich muss Wäsche sortieren und wegräumen und Bettzeug machen. Und ich habe schon eine Waschmaschine, die läuft, Geschirrspüler. Also ich bin ja schon hier ziemlich im Gange gewesen und so eine ganze Zeit lang. Isabel hatte Seminar, habe ich euch ja mal erzählt. Die ist zu Hause, die hatte gerade Mittagspause. Ich habe mir gerade wieder was aufgekratzt hier. Am Bein, die Schuppenflechte, juckt halt immer wieder. Ja, die hat Seminar, hatte Pause, da haben wir zusammen gegessen und so ein bisschen unterhalten und jetzt ist sie wieder voll dabei. Ich höre die immer wieder lachen mit den anderen Seminarteilnehmern. Ist ja leider online. Sie wäre natürlich liebend gerne woanders. Ne? Also normalerweise finden solche Seminare ja irgendwo so in Tagungszentren statt und so. Aber naja, geht nicht. Gerade geht gar nichts wieder. Es droht wohl wieder der nächste Lockdown.
so wie es aussieht von den Zahlen her und alles. Ach, Mann. Ja, so sieht's aus, ihr Lieben. Ich quatsche jetzt nicht mehr lange. Ich fange mal an, damit ich wenigstens ein bisschen was schaffe, bevor ich mit dem kleinen Mann los muss. Also, viel Spaß beim Zugucken. Teilen wir auf. Musst du gucken, ob dir das aufteilt. Welcher Korb gehört jetzt wem? Nehmen wir mal, das ist deiner. Den nehme ich für Christian. Und den nehme ich. Oder ihr macht alle eure Socken in einer Kiste und stellt die dann unten. Und werdet euch dann einig. Ja. Mama, deine? Blau. Eigentlich hinter mir. Das sind jetzt rein deine. Die sind zu klein. Die sind nicht zu klein. Ah, nee, das sind die. Ich habe andere gesehen. Blau. Das ist Easy's. Die hier sind aber zu klein. Sind zu eng. Die kommen bei euch rein. Wem gehört das? Nein. Das ist eins von euren, 43, 46. Thank you.
so sieht das Bett jetzt aus, wenn ich die Tagesdecke komplett über das ganze Bett ausbreite. Sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, oder? Aber irgendwie doch nicht so, weiß ich nicht. Ihr könnt mir ja eure Meinung dazu sagen, ob ich das so lassen soll oder ob ich das... lieber so lassen sollte. Ne? So oder komplett? Bin ich gespannt, was ihr mir jetzt sagt. Ja, ich bin jetzt oben erstmal fertig. Fast. Das nehme ich runter. Die dreckige Bettwäsche natürlich auch. Und einen leeren Wäschekorb. Machen wir gleich einfach so rum. Zack. So. Das kommt alles runter. Und dann ist für heute erstmal genug hier oben. Ich gehe jetzt runter. Ja, das mit dem Bett, das bin ich gespannt, was ihr mir sagt. Also müsst ihr mir sagen, wie es euch lieber gefällt. Ich bin fast so weit, dass ich sage, dass ich nur die Hälfte vom Bett abdecke. So, ihr Lieben, der Tag ist heute schon wieder etwas anders gelaufen, als ich gedacht habe. Ich wollte eigentlich nach dem Arzt noch schnell irgendwas kochen. Wir hatten heute so viel Glück mit Rafi wieder. Also richtig viel Glück, ne? Das hat ewig gedauert. Also beim Arzt waren wir echt fast eine Stunde drin, mit hinterher auf Rezepte warten, weil sie nicht mal irgendwie Namen vertauscht haben. Da war eine andere Familie, auch Mutter und Sohn, die auch ähnlich klingen wollen. Ja, auf jeden Fall ewig gedauert. Bei der Apotheke auch. Jetzt wird das, was mir mein Arzt verschrieben hat, erst Mittwochvormittag geliefert. Ich habe noch ein paar Tabletten da. Nicht so schlimm. Dann waren wir bei Penny und da standen wir auch erstmal. Raphael sollte Leergut abgeben. Achso, im Hintergrund klappert Isabel, die räumt den Geschirrspüler aus. Raphael war gerade bei der Hälfte, also die Flaschen reingeben in dieses Gerät da. Da geht das Ding kaputt. Und dann standen wir da erstmal, bis jemand kommt. Und dann standen wir in der Hoffnung, dass die das Ding repariert. Und danach haben wir gesagt, nein, gut, das dauert uns viel zu lange. Es hat echt ewig gedauert. Und dann haben wir die Familie dann gefragt, ja, jetzt koche ich nichts mehr, das dauert mir alles zu lange. Was wollt ihr denn essen? Und Rafi gleich am Rumheulen, er will unbedingt Döner haben. Also haben wir uns Döner mitgebracht und schon inhaliert. So, von Rafis Döner ist nur noch ein bisschen Soße übrig. Der hatte als einziger Pommes-Döner gehabt. Und wir alle anderen hatten ganz normale Döner. Ist super lecker. Der Döner von unserem Attila ist echt richtig lecker, ne Isi? Einer der leckersten, die wir so probiert haben, ne? Wie sie nickt. Ja, und bei Penny haben wir tatsächlich nur, okay, nehme ich jetzt nicht hoch, nur das hier, also die hier Sachen.
Es ist nur noch ein 6er-Träger, so 1 Liter Flaschen Orangensaft. Hatten wir gar keins mehr. Und unser Schatzi, also Papa, der Häuptling, der trinkt sehr gerne Orangensaft. Isi auch. Und die waren hier schon auf Orangensaftentzug. Habe ich gleich 6 Flaschen mitgenommen. Ja, was habe ich mitgenommen? Ich habe diese Kiste mitgenommen. Die brauche ich und zwar für Putzsachen unter dem Waschbecken, unter der Spüle hier in der Küche. Ich erzähle euch nachher, warum und was da jetzt passiert ist. Dann habe ich einen Sack Türfels mitgenommen. Ja, dann habe ich 2-mal Corny, diese Müsli-Riegel mitgenommen. Dunkle Schokolade und normale Schokolade, die sind immer so lecker. Ich mag die gerne mal so zwischendurch, meine Familie auch. Normalerweise, wenn es klappt, bringt Dirk immer wieder was von seinem Kumpel Dietmar. Und der holt das für die Pfadfinder immer in Riesenmengen bei unserer adventistischen Fabrik DVG in Adendorf. Aber die letzten Jahre, die 2 Jahre jetzt, ist ja ausgefallen. Also alles ausgefallen, wo man die Dinger braucht. Ne? So diese mehrtägigen Zeltlager und so weiter. Dafür hat er ja immer die geholt gehabt. Dementsprechend hat er auch jetzt nichts geholt gehabt. So, also 2-mal die hier. Dann, ich habe mir gedacht, die sind sowas von niedlich. Also ich habe eine, diese Stange, diesen winzigen, süßen Mini-Kügelchen mitgenommen. Mal gucken, was ich damit mache. Ich habe eigentlich so was im Kopf schon. Und dann 6 Stück Schlagsahne. Das sind jetzt 3. Und hier noch 3. Ihr dürft 3-mal raten, weswegen. Ne? Diese süße Person da, sag Hallo. Hallo. Die hat ja am Donnerstag Geburtstag. Das heißt, Mama muss was backen. Oder Mama möchte gerne was backen. Und zwar für Donnerstag, da kommt meine Mutter und meine Schwester. Und für Samstag, da kommen ihre Freundinnen und Onkel Jens. So, deswegen so viel Schlagsahne. Dann habe ich, Dominik, das habe ich bei dir gesehen, du hast letztens halbe Palette mitgenommen, habe ich so entnommen. Ich habe mir gedacht, nehme ich auch ein paar. Das sind einfach nur Bohnen in Tomatensoße. 2-mal habe ich mitgenommen. Das sind Plastik, ja, Flaschen, Behälter. Die kann man gut behalten und dann was anderes noch drin haben. Aber vor allem mag ich es sehr gerne, diese Bohnen in Tomatensoße. Dann habe ich noch so einen Doppelpack Handseife gekauft. Und es geht langsam welche aus. Das ist nicht so schön. Was ist denn Schatz? Ach, ein Glas hast du übersehen. Rasch. Einmal Öl habe ich mitgenommen. Oh Mann, mein Rücken macht überhaupt nicht mit. Raffi. Ja, klar, war das doch, klar. Hat er die hier mitgenommen, der mag die sehr gerne, weil seine Lachgummis, die er mag, waren nicht da. Die sind, Lachgummis sind gerade für nur 77 Cent bei Penny im Angebot. Die kosten sonst 99, ne? Auf jeden Fall, diese sauren Bänder hat Äffchen für sich mitgenommen. Dann 2 Tüten. Ich wollte nur eine, der krabbelt hier gleich noch eine von diesen Soft-Dingern. Das ist nicht deins, Schatz. Ich glaube, das hat Kaffee für sich mitgenommen. Ich gerade an dich, an dich gar nicht gedacht. Der böse, böse, böse Red Bull. Genau, hier sind Lachen. Haben wir ein paar Tütchen. 4 Stück, 5 mitgenommen. Eine Gurke. Also es ist nicht mit groß gesund hier irgendwas heute. War auch nicht so eigentlich geplant. Großartig, ne? Dann Anzünder für den Grill. Grill sage ich doch. Grill und Kamin. Kamin ist ja gerade auch mal. Morgen koche ich was, irgendwas mit den Puttenmedaillons. Ich muss nur noch genau überlegen, was. Und Rafi wirft gerade, ja, weil er eben rausgewachsen ist und auch ja, alt sind einige, eine nach der anderen Unterhosen in die Mülltonne. Ja, wer will schon Unterhosen mit Belüftung tragen, ne? Dann habe ich jetzt 2 Packungen, jeweils 2 Stück für meinen jüngsten Boxershorts mitgenommen. Ja, das ist jetzt auch alles. Das war's. Also das ist so ein ganz kleiner Einkauf.
gewesen, weil Wocheneinkauf gibt's ja erst mittwochs, wenn Raphael zum Training geht. Jetzt, wieso ich diese Kiste gekauft habe, ich kann es euch erzählen. Ich habe hier nämlich hinten gerade alle meine Sachen, die sonst immer unter der Spüle gestanden haben. Und wo habe ich die denn jetzt? Ach, auch genau, auch so ein Stapel von Putztüchern zum Tisch abwischen und so weiter. Gewaschen, auch nagelneu, gewaschen, weil Wasser. Wir hatten da, ja, Wasser auf einmal. Freitag habe ich es gemerkt, wollte ein Tuch holen, denke, warum ist das nass? Habe alles rausgeholt, da stand überall Wasser, nicht unter, der hat das alles ausgebaut gehabt danach, sondern einfach nur auf diesen, im Schrank halt dran, oder? Ja, wo kommt das denn jetzt her? Alles abgeguckt, ne? Die ganze Spüle so abgetastet, alles trocken. Wo kommt das Wasser her? Hab auch Wasser laufen lassen, tropft nichts. Okay, komisch. Hab dann Geschirrspüler angemacht abends, guckte dann zwischendurch rein. Ich dachte, hallo, geht's noch? Das war der Schlauch, der zum Geschirrspüler führt. Und zwar nicht da, wo er befestigt wird dran, sondern der war einfach ein bisschen weiter unten kaputt gegangen. Da war ein Riss auf einmal. Ich sage, wie kommt einfach so jetzt ein Riss in den Schlauch rein? War mir echt etwas schleierhaft, weil das ist, okay, doch 3 Jahre habe ich jetzt die Küche, genauso auch so also lange auch den Geschirrspüler. Auf jeden Fall musste Dirk einen neuen Schlauch reinmachen und dafür hat er mir alles rausgeholt und ich dachte mir, ich werde einfach mal entweder die Putztücher eventuell oder nee, für die Tücher nehme ich vielleicht was anderes, aber so einen anderen Klimbim in diese Box reingeben. Die geht hier in der Mitte auf, das ist so kein richtiger Deckel, den man abmachen kann, sondern so einer. Finde ich schön praktisch. Dann hat man keinen Deckel irgendwo in der Hand, ne? Deswegen habe ich eine gekauft. Da waren auch noch welche, die größer waren. Mir passt die Größe besser. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt wieder ein Video, das garantiert ganz vielen nicht so ganz gefallen wird, weil nicht gekocht wird oder sonst was. Aber es gibt halt auch solche Tage, ja? Genau, an dieser Stelle werde ich jetzt auch mich von euch verabschieden, denke ich. Ich räume alles ganz schnell weg. Und dann ist auch Feierabend, weil auch wenn ich nicht so viel euch gezeigt habe, ich habe doch einiges mehr gemacht, als das, was in der Kamera zu sehen ist. Nur halt nicht gekocht heute. Heute durfte der liebe Attila für uns kochen. War auch lecker. Ja, also Döner, ich liebe Döner. Muss ich ganz ehrlich sagen, esse ich sehr gerne. Aber zu oft darf ich das nicht. Streikt mein Magen. Ja, ihr Lieben. Wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos von mir, von uns. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.